Nun bitte ich unseren Piraten Joshua Zied nach vorne von den Piraten. Ja. Ja, zunächst einmal, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen und sehr geehrte Zuschauer auf den Tribünen und im Livestream. Ich danke Ihnen, dass ich hier vor Ihnen reden kann. Ich freue mich auch, dass ich über dieses Thema reden kann, da es mich selbst auch betrifft. Zurzeit befinde ich mich selbst auch in der Oberstufe an einer Gesamtschule, auch in der gymnasialen Oberstufe, werde nächstes Jahr die Klasse 13 besuchen und finde selber, dass es schwachsinnig, dass es nicht die Möglichkeit gibt, ein gesellschaftswissenschaftliches Abitur in NRW abzuschließen. Ich finde es amüsant, dass zunächst viele Fraktionen sich auf den Beschluss der KMK von 1972 beziehen. Da ich finde, dass von 1972, wenn man bedenkt, welche anderen Gesetze es zu diesem Zeitpunkt noch gab, sollte man nicht beachten, dass wir Schüler und auch die Schule sich wandelt und wir so einen Beschluss auch verändern können? Man sollte sich nicht auf einen Beschluss beziehen, der vor knapp 40 Jahren beschlossen wurde und uns einschränkt in unserer freien Wahl der Fächer, die wir gerne haben wollen. Außerdem denke ich, dass diese freie Wahl der Fächer das Wichtigste ist, was wir in der Schule haben sollten. Auch ich selbst erlebe das in meiner Schule, dass Freunde sagen, besonders bevor ich hier zum Jugendlangtag gekommen bin und ihnen gesagt habe, was für Themen wir hier diskutieren werden, habe ich von jedem die Zustimmung bekommen oder hat jeder gesagt, dass es wichtig wäre, die Möglichkeit zu haben, ein gesellschaftswissenschaftliches Abitur abzuschließen, da es einfach viele Leute gibt, die mit den Fächern wie Mathematik oder Deutsch nicht viel anfangen können. Außerdem möchte ich auch noch mal darauf ansprechen, warum die Begründung außerdem heißt, dass zum Beispiel, was der Experte genannt hatte, dass wenn man ein Abitur mit gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt einführen würde, dass eventuell leistungsschwache Schüler zurückgelassen werden, wenn man zum Beispiel auf 5 Fächer gehen würde. Ich finde, das ist in unserem System jetzt auch schon der Fall. Es gibt durchaus Leute, die eine LK-Wahl haben von zum Beispiel Mathe und Erdkunde und in Mathe, weil sie die anderen Fächer nicht mögen, trotzdem 4 oder 5 schreiben. Das kann doch nicht so sein. Es müsste die Möglichkeit für jeden geben, die LKs frei zu wählen, damit er eben auch die Interessen vertreten kann, die er später auch im Studium haben möchte. Außerdem finde ich, dass der Begriff leistungsschwach nicht aktuell ist. Leistungsschwach ist eine Abwertung, finde ich. Kein Schüler ist leistungsschwach. Jeder Schüler kann etwas. Jeder Schüler hat Interesse. Jeder Schüler ist in gewissen Bereichen. Jeder Schüler hat doch seine Stärke in gewissen Bereichen. Ich weiß, es gibt Schüler, die möchten lieber Mathe oder Deutsch machen. Ich weiß, es gibt Schüler, die möchten aber auch lieber Erdkunde und Geschichte machen. Es ist wichtig, dass jeder Schüler eben diese Freiheit hat, weil die Individualität der Schüler sollte nicht eingeschränkt werden. Ich möchte dazu auch nochmal das NRW-Schulgesetz zitieren, wo im § 2 Absatz 4 steht, dass die Schule, also die Schule wird jetzt gemeint, sie fördert die Entfaltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten. Ich finde, dass das ein Punkt ist, der klar sagt, dass jeder Schüler die Möglichkeit haben sollte, selbst seine Zukunft zu bestimmen und sich selbst darauf einzustellen, was er später in seinem Leben machen möchte. Das aktuelle geringe Wahlangebot durch den Beschluss der KMK beeinträchtigt eben diese Selbstständigkeit, weshalb wir der Meinung sind von den Piraten, dass eben dieser Beschluss überholt werden müsste. Es ist ein alter Beschluss. Wir können uns nicht ständig darauf beziehen, was in den meisten Argumentationen hier der Fall war, dass wir die Regelung so anpassen müssen, dass er dem Beschluss der KMK entspricht. Sind wir nicht eben hier dafür zusammengekommen, etwas zu verändern? Wollen wir uns an die alten Regelungen halten oder wollen wir auch mal etwas Neues machen? Ich finde, es ist wichtig, dass wir den Erwachsenen zeigen, dass wir uns nicht an Regelungen, die schon mehr als 40 Jahre alt sind, halten wollen. Ich finde, es ist wichtig, dass eben diese unterschiedlichen Voraussetzungen für Schüler vorhanden sind, damit jeder Schüler in seinen Interessen
die Fächer so wählen kann, dass er später auch im Studium einen Vorteil eventuell dadurch hätte. Ich finde, dass jemand, der ein Abi mit Erdkunde macht und später Philosophie studieren möchte, das ergibt keinen Sinn. Ich finde, dass dieser Schüler auch die Möglichkeit haben sollte, jedes Fach zu wählen, was er haben möchte. Zum Beispiel, okay, ich werde diese Argumentation nicht weiter ausführen. Ich denke, dass es eventuell auch einigen Leuten hier im Jugendlandtag guttun würde, wenn sie einen Leistungskurs in Politik im Abi hätten. Nur so mal nebenbei angemerkt. Außerdem denke ich, dass es klar ist, dass eine allgemeine Grundstimmung dafür herrscht, dass wir Schüler die Möglichkeit haben sollten, ein gesellschaftswissenschaftliches Abitur abzuschließen. Und auch in allen Ausschüssen, wie ich gehört habe, gab es diese allgemeine Grundstimmung. Außerdem möchte ich mich auch noch darauf beziehen, dass in den Ausschüssen teilweise diskutiert wurde, dass durch ein gesellschaftswissenschaftliches Abitur, was nach der aktuellen KMK nicht anerkannt würde, NRW zurückfallen würde nach dem Bildungsstand. Worauf ich mich auf die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft stützen möchte, die einen Bildungsmonitor dazu gemacht hat, wo NRW jetzt auch schon hinter Niedersachsen liegt, die dieses System eben schon durchsetzen. Das heißt, NRW ist jetzt schon hinten. Wir müssen etwas verändern. Wir sind jetzt schon hinten. Außerdem möchte ich danken, dass die FDP ihren Antrag zurückgezogen hat, da es dort eindeutig, ihr könntet theoretisch auch direkt ablehnen können, ohne einen kompletten zweiseitigen Antrag dazu schreiben zu können. Außerdem möchte ich noch mal darauf zu sprechen kommen, was in der zweiten Rede der CDU gesagt wurde, dass die Bewertung der Fächer hier nur auf Basis von Spekulationen stattfindet. Eine Minute habe ich noch. Ich hatte gerade 7 Minuten. Das stimmt nicht ganz. Viele Leute hier sprechen aus Erfahrung. Es ist nicht nur Spekulation, wir sind doch selber in der Schule. Wir wissen doch, wie die Fächer sind. Wir wissen doch, was für Ansprüche in Geschichte oder so herrschen. Es ist klar, dass Geschichte genauso schwer sein kann wie Deutsch. Es ist nicht so, dass Gesellschaftswissenschaften weniger schwer sind als andere Fächer. Außerdem kann man doch dennoch im Abi auch noch Mathe und Deutsch, könnte man immer noch als drittes und viertes Fach wählen. Diese Fächer werden nicht ganz ausgelassen. Aber wir, die Piraten, finden, dass es auch möglich sein sollte, 2 gesellschaftswissenschaftliche Leistungskurse zu wählen, weil das ja nicht das gesamte Abi beeinträchtigt, weil wir hätten dadurch ein Abi mit gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt, können aber dennoch Fächer in der dritten und vierten Fächerwahl wie Deutsch oder Mathe dazu wählen, falls das noch immer erfordert wird. Und deshalb sind wir dafür, dass wir dem Antrag der SPD zum Teil zustimmen. Allerdings würden wir gerne den Punkt 2 insofern erweitern, dass ein neuer KMK-Beschluss möglich wäre, damit eben auch solche Punkte möglich wäre. Vielen Dank. Herr Tüten, ich würde Sie bitten, noch bleiben. Die CDU, Tobias Wand, möchte eine Kurzintervention halten. Hier zum, ich weiß nicht wievielten Mal, dass wir als CDU-Fraktion nicht festgestellt haben, dass die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer in irgendeiner Art und Weise einfacher oder schlechter sein sollen als die anderen Fächer. Das ist aber auch nicht Hauptpunkt meiner Intervention. Sie haben gerade gesagt, dass Sie aus Erfahrung sprechen als Schüler. Dann spreche ich jetzt mal aus Erfahrung als Student. Gerade eben hatten Sie angesprochen, es wäre sinnvoll, dass Schüler in der Schulzeit die Fächer wählen können als Leistungskurse, die sie auf ihr Studium vorbereiten sollen. Es ist allerdings leider nicht so, dass man, wenn man zum Beispiel Politikwissenschaften studiert, nur mit Politikwissenschaften im Studium konfrontiert wird. Da gibt es genug Mathematik- und Statistikkurse, durch die die Leute reihenweise durchfallen, weil sie dort nicht die erforderlichen außerfachlichen Kompetenzen erworben haben. Ein vernünftiges Abitur muss die Schüler darauf vorbereiten, sich eben auch in Bereichen und Fachrichtungen Kompetenzen anzueignen, an denen sie eigentlich nicht besonders viel Interesse haben. Denn genau darauf werden sie auch im Studium oft genug stoßen müssen, egal welches Fach sie studieren wollen. Zum Schluss, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, möchte ich anmerken. Ja, der Beschluss der KMK-Konferenz ist schon über 40 Jahre alt. Ja, man könnte darüber nachdenken, diesen Beschluss zu verändern. Aber aktuell gilt dieser Beschluss bundesländerübergreifend. Und wenn ausgerechnet Nordrhein-Westfalen mit dem sowieso nicht schon gerade als besonders gut anerkannten Bildungssystem jetzt aufmüpfig wird und sagt, dass wir der Meinung sind, dass diese KMK-Beschlüsse bundesübergreifend verändert werden sollten, da machen wir uns lächerlich mit. Ja, es ist vorbei. Herr Zieten, wir können reden. Kann ich? Okay.
Ja, erstmal vielen Dank für die Anmerkung. Zunächst möchte ich mich darauf beziehen, Sie sagten, dass Sie als Fraktion nicht sagen, dass gesellschaftswissenschaftliche Fächer insofern einfacher wäre, wobei Ihr Redner in der zweiten Rede selbst gesagt hat, dass eine Geschichtsklausur oder dass Geschichtebeispiele leichter ist für manche in der Unterstufe oder Oberstufe als... Ich würde die CDU-Fraktion bitten, ruhig zu bleiben. Vielen Dank. Außerdem kommen Sie auf die Grundkompetenzen zu sprechen, die ja angeblich vernachlässigt wären, wenn man jetzt zwei gesellschaftswissenschaftliche Leistungskurse hätte. Es ist doch so, dass man trotzdem noch Deutsch bis zur Klasse 13 durch hat. Man hat die anderen Fächer, die beispielsweise Pflicht sind, trotzdem bis zur Klasse 13 durch. Das heißt ja nicht, dass diese vernachlässigt werden. Dennoch baut man die Kompetenzen auf, um später auch im Studium diese Kompetenzen einzusetzen. Und warum sollten wir nicht die Leistungsfähigkeit der Schüler steigern, indem wir ihnen die Möglichkeit erweisen, das zu machen, was sie auch interessiert? Das ist unsere Meinung dazu.